Wie viel Stöcke brauche ich denn für den Baumstammschlitten? 21. Aber er hat... eigentlich hat er, glaube ich, schon. So, also ich habe jetzt keine Stöcke mehr, aber der Baumstammschlitten ist fertig. Nice. So, ich schau mal kurz, ob wir schlafen können. Nein. Nicht? Nein, ich bin ja unten am Feuer, direkt neben dem... Ach so. Unterstand, außerdem ist die Nacht so gut wie vorbei. Ja. Na gut. So, da haben wir eine Feder. Ich komme auch mal zu dir runter, nachdem ich was gegessen habe. Und vielleicht auch eben mal was trinke. Und dann über... Die Fallen sind schon wieder aktiviert. Ja. Wenn es Tag ist, schaue ich gleich mal, was drin ist. Ja, aber ich konnte die eine, glaube ich, nicht reparieren. Oder beide? Ich weiß es nicht genau. Ich auch nicht. Also guck, ob was drin ist. So langsam friert mein Bildschirm, glaube ich, immer mehr ein. Oder bilde ich mir das ein? Oh, plötzlich ist mir irgendwie nicht mehr kalt. Der Frost ist komplett weg. Yep, weil es jetzt Tag wird. Was auch mega intelligent ist, dass es so komplett abrupt auf einmal warm ist. Ja, ich mach trotzdem hier mal eben ein Feuer an. So. Nur pass auf, dass du nicht krank wirst, ne? Nee. So, was gebe ich dem hier denn für ein Symbol? Ich meinte das jetzt übrigens nicht als Scherz, ne, sondern du solltest wirklich mal in deinem Buch nachgucken, ob du nicht krank bist. Ich schau mal nach. Wenn du die ganze Nacht bei Kälte rumgelaufen bist. Oh, infiziert! Finde Aloe Vera, um dich zu heilen. Bitteschön, immer wieder gern. Dankeschön. Essen. Keine Bedingungen mehr. So, ich habe 20% Kälteschutz, habe ich tatsächlich. Gelten die Schuhe etwa auch, wenn ich... Hä? Also, die Schuhe gelten offenbar auch das als angezogen, wenn ich sie einfach nur im Inventar habe. Geil. Okay. Jetzt mal schauen, ich habe 3 Rehfälle. Was könnte ich denn machen? Wehrmannzug geht noch nicht. Speertasche geht auch noch nicht. Das Rehfälle bringt mir gerade gar nichts. Und da, ich könnte mir einen kleinen Steinbeutel machen. Ich hätte sogar noch 7 Stoff. Oder einen Köcher. Wie viel Hasenfell habe ich? Ich habe nur 2. Ich glaube, ich baue auf einen Köcher. Lol. 5 Baumharz gesammelt. Geil. Und hier ist Matsch! Yeah! Okay, gar nicht so weit von uns entfernt gibt's mega viel Steaks. Also echt? Ich habe hier eine Ecke, da gibt's richtig viele. Da habe ich gerade 14 Stück innerhalb von kurzer Zeit bekommen, wobei jetzt habe ich glaube ich schon fast alle. Okay. Hast du einen Baumschlitten genommen? Nee. Gut. Ich habe jetzt das unten einfach mal grün gemacht. Und das oben gelb. So grün, dass es okay. Praktisch ein Lager ist, also ein Jagdunterstand. Und gelb ist unsere Hauptbasis so ungefähr. Okay. So, also hier ist irgendwie nichts drin. Und hier in der Falle ist leider auch nichts drin. Wie gesagt, wir sollten jetzt mal ein paar Fallen aufbauen. Nicht für Hasen, sondern für Mutanten und... und Kannibalen, so das gibt's ja nicht. Ja. So, ich schau auch mal wenn eben. Ich gerade irgendwie auf Zombies kam. Ich gehe mal kurz rum und repariere ein paar Sachen. Joa. Sollte ich auch mal machen, nachdem ich mein Reparaturwerkzeug hergestellt habe. Wie kann ich denn das Haus reparieren? Oh, ich habe kein Harz.
Das Haus reparieren, indem du gegenrennst mit dem Reparaturwerkzeug und es einsetzt. Also draufschlägst. Verdammt. Jetzt. Ja, aber da kann es sein, dass ich mehr als 11 Baumharz brauche, um es zu reparieren? Keine Ahnung. Du brauchst jedes Mal, wenn du schlägst, ein Baumharz. Was ist denn das hier, was wir hier bauen? Ich glaube, das ist ein Speerständer. Brauchen wir den? Nö, ich habe das einfach überall irgendwelche Sachen hingebaut. Okay. Habe ich mir irgendwie schon fast gedacht. So, die Fallen hier sind auch ganz. Oh, ich will da mit Alt laufen, aber ich habe da eher das Schleichen umgestellt. Also bei mir ist ein Kreis, aber das ist ein Kreis, der hat nur oben. Also das ist nicht zwei Hälften, sondern das ist ein ganz Kreis, der oben offen ist. Und ich habe jetzt Okay. 11 Baumharz und ich klicke jetzt die ganze Zeit da dagegen und es ist immer noch 11 Baumharz. Brauche ich vielleicht was anderes, um das Baumhaus, also unser Haus hier zu reparieren? Eigentlich nicht. Ich habe immer noch 11 Baumharz. Das Baby. Das Baby? Der Ach, Babykopf, den ich du hast aufgehängt ja den habe. Kopf auf. Grausamer, grausamer Mensch. Funktioniert einfach nicht. Ich habe übrigens gemerkt, dass wir von. Oh, cool! Du hast hier den Fackelständer gebaut. Ja. Und das Lagerfeuer. Hast du sonst noch was gebaut? Bin dabei, den Feldständer zu bauen. Den Fellständer? Wo habe ich den denn hingebaut? Ganz links. Ganz links? Hier? Ah! Ich weiß nicht wo. Er ist nicht Okay. fertig, es fehlt noch ein Ja. bisschen. Gut, ich zieh mal. Da links sind schon wieder Eingeborene. Was ist das? Achso, das waren zwei, die hintereinander gelaufen sind. Hat ausgesehen wie irgendein riesiges Monster. Also ich mache mich mal kurz auf den Weg und hole Stöcke. Okay. Und bin gespannt, wo ich da welche finde. So viele, dass ich den Baumschlitten voll kriege. Ich glaube, das ist ein Abhang. Ich habe gerade keine Verbindung gehabt. Okay, jetzt geht's wieder. Jo. Ich glaube, ich gehe da vorne runter und dann nach links außen rum. Oder ich könnte auch darüber gehen. Da ist ein dichter Wald. Vielleicht sind da dünne Bäume. Ich habe ja gemerkt, dünne Bäume geben statt viermal. Hä, baust du da unten was? Hey, Oh, was, hier ist wo? ein Lager. Hier am Fluss ist ein Lager. Ich sehe mich hier mal um. Eigentlich könnte ich dann auch gleich bei dem anderen nachsehen. Hier sind Bibeln. Hä, was ist das? Ich hab ein Foto gefunden, da ist ein X drauf. Nice. Altes Foto, 7 von 8. Was soll das zeigen? Ich habe keine Ahnung. Gibt's hier sonst noch was? Willst du das auch haben? Gerade nicht. Also ich brauch's nicht unbedingt. Ja, also es ist wie gesagt hier unten am Fluss. Ja, es gibt viele mit Also einem 7 X von drauf. 8, dann denke ich mal, es gibt 8 davon. Okay.
das Zelt, das hier so rummacht? Jetzt rumkommt? Weiß ich warum. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich versuche gerade ein Reh zu jagen. Okay. Es funktioniert nicht. Na gut, dann würde ich... Tyron, soll ich gleich mal zu diesem Häusern da drüben gehen? Kannst du machen. Dann gehe ich da mal kurz rüber. Aber mit dem Karren. Mit dem Baumschlitten. Ja, wie denn sonst? Ich hoffe, das geht. Kann ein Karren, kann ich den übers Wasser irgendwie durchschwimmen, ziehen oder so? Du kannst ihn da, wo es flach genug ist, halt rüberziehen. Ich glaube, ich habe gerade unseren Karren... versenkt. Ich kriege ihn nicht mehr. Ich habe es versucht, aber ich kriege ihn hier nicht mehr raus. Und je öfter ich versuche, ihn rauszuziehen, desto weiter geht er irgendwie rein. Kann man ihn irgendwie schieben? Wie schieben? Oh, warte, kann ich mich... Normal? Wo bist du denn klar? Ach, da unten. Ja. Ich krieg nicht mehr raus, Tyron. Ganz schön vorprogrammiert. Ich bin ins... Ich hatte einen Unfall. Ja gut, wie sie sehen, sehen sie nichts. Ja, kriegst du ihn raus? Also wenn man draufsteht, kann man ihn noch nehmen. Und jedes Mal, wenn ich ihn nehme, rutscht er ein Stück weiter. Weiter rein. Und wir sind tatsächlich schon fast ganz unten. Und man könnte versuchen, ihn da irgendwie rauszukriegen oder so. Also ich kann ihn irgendwie ganz kurz da. Siehst du lässt ihn sofort los, dann wackelt er und rutscht er doch noch mal ein bisschen rein. Ja, warte mal. Ja, ich glaube, wir können gerade unseren zweiten Karren aufgeben und wir geben Winder am besten keine Karren mehr. Ich wollte ja nur versuchen, da rüber zu kommen. Da drüben jetzt funktioniert, na toll. Hier ist es. Ja. Hier jetzt funktioniert. Hier könnte man rüber. Ja, gut, machen wir was anderes. Komm mal mit. Ja, also, ich wollte. Beziehungsweise ich komme erstmal zu dir rüber und dann folgst du mir. Ich wollte eigentlich mal dieses Dorf hier ansehen. Du meinst diese zwei Häuser? Ja. Weil hier gibt es ja auch Stöcke. Und Seil. Und ein Koffer. Mit einem Outfit. Jetzt haben wir ein neues Outfit. So, und hier gibt es unglaublich viele Stöcke. Irgendwie. Ja. So, hängen hier auch Seile? Komm mal mit. Nein. Nein. Hier hängen keine Seile. Oh ja. Achso, das Bein kann ich auch nicht nehmen. Wo bist du denn gerade hin? Ein Stück weiter in die Richtung, in die Häuser waren. Oh, was habe ich denn hier? Das kenne ich noch gar nicht. Ringelblume! Hier gibt's Ringelblumen!
Da kann ich einen Health-Mix machen. Egal, jetzt kann ich uns Ding machen. Mann, mit Winde an der Seite ist echt ein Meter weit. Ja. Da war Alkohol drin, aber dafür kein Stoff. So, du hast was, ich hab Hunger. Ess mir mal kurz was. So, ich hab dich irgendwie. Ah, da vorne bist du. Oh. Ich kann keine Heidelbeeren mehr tragen. Na, dann esse ich sie. So, kommst du jetzt mit, oder? Ich bin hinter dir, ja. Und sammle nebenbei ein paar Blätter. Was ist das? Chicorée. Ich kann kein Chicorée mehr tragen. Was ist das? Ach, das kann ich gar nicht tragen. Wo war denn das jetzt? Ich weiß nur, dass das hier von dieser Position... Warte mal kurz, da ist ein Hase. Mist, der ist weggelaufen. Da ist ein Reh. Das ist ein ziemlich blutigen Arsch hat. Toll. Ja, ich habe meinen Speer vorhin verworfen. Ja, ich hab ihn bis jetzt noch nicht gefunden. Karin hat übrigens auch gesagt, dass die Karte hier eine Weltkarte ist, wenn man sie öffnet. Wenn man oben ist, und eine Höhenkarte, wenn man unter der Höhle ist. Und tatsächlich... Ja, Moment mal. Hat er recht. Hey, ist da hinten etwa das Meer? Oh, ich kenne den Ort, ich weiß, wo wir sind. Da war ich nämlich auch schon, als ich alleine war, also im Singleplayer. Okay. Da war ich hier auch schon, aber ich bin rechts lang gegangen, nicht links. Ich glaube, wir haben uns sowieso leicht verlaufen. Wir hätten oben lang gemusst. Ich habe gerade ein... Okay, das ist ein Eichhörnchen. Ich habe ein Eichhörnchen getötet. Ich dachte, das wäre ein Hase. Ein Reh. Dieses Mal wird es was. Ach komm, hä? Ist mein Speer hier irgendwo im Wasser? Verschwinden Speere, wenn sie im Wasser sind? Kann das sein? Eigentlich nicht. Müsste doch hier irgendwo sein. Du bist hier entdeckt, toll. Mein Speer ist jetzt auch weg. Kann ich dir nur empfehlen, was für die einen neuen. Ja. So, ich brauche dafür zwei Tücher, drei Knochen. Ich habe keine Knochen mehr. Wieso habe ich keine Knochen mehr? Aber ich habe eine Echsenhaut. Okay, ich habe jetzt nur noch einen normalen Speer. Ich sollte nur die schwachen Speere werfen und nicht die meinen guten. So, wo bist du jetzt eigentlich hin? Du bist irgendwo da hinten. Ich bin wieder ein Stück zurückgelaufen. Ich weiß nicht, hier müsste irgendwo eine Höhle sein. Du hast die Karte, ich habe keine. Ich durfte hier nicht alleine in eine Höhle laufen. Auf der Karte ist keine Höhle markiert. Zumindest nirgends, wo ich jetzt hier war. Okay, wir müssen irgendwo diesen Fels hier hochkommen. Okay.
Mach mal die Karte weg, dann sehe ich vielleicht ein bisschen mehr. Okay, nein, so wird das nichts. Ein Hase! Okay, das wird nichts. So, ich könnte wieder ein paar Stöcke mitnehmen. Ein Reh! Irgendwann muss es doch mal was werden. Ich hab's getroffen! Nice. So, ich kann ein Fleisch... lol, ich hab verdorbenes Fleisch. Das wird abgelegt. So, wieso habe ich verdorbenes Fleisch bei mir? Das weißt nur du. So, habe ich es getroffen. Nein. Bis jetzt getroffen. Irgendwie das Gefühl, ich habe mich echt verlaufen. Also nicht verlaufen, aber ich weiß nicht mehr genau, wo das ist, was ich suche. Was suchst du denn? Eine Höhle. Okay.